Hallo Freunde, ja, es ist Wochenende. Frauchen ist abgeliefert in Polen bei der Family. So, deswegen haben wir ein schönes Männerwochenende, wo ich ein bisschen herumbasteln werde und wo Zeit ist, in aller Ruhe ein kleines Video zu drehen, wo es nochmal um das Thema Polenmarkt geht. Erstmal ein kleines Käffchen, es ist ungewohnt früh. Man bekommt auch die Arbeit nicht so richtig aus dem Kopf, wenn man mal ein bisschen Urlaub hat. Ich habe ein langes Wochenende, ich habe 2 Tage rangehängt wegen diversen Terminen. Wo ist ein kleines Käffchen? Naja, also Polenmarkt. Als ich war auf dem Polenmarkt, habe Messer eingekauft. Diese Videos sollen jetzt hinten dran folgen. Ich hatte auf die Mitarbeit vom Kameramann gehofft, aber er hält sich bedeckt. Vielleicht liegt ja irgendwas an. Und jedenfalls war ich wieder auf diesem polnischen China-Markt und habe mich da ein bisschen eingedeckt mit seltsamem Zubehör, was niemand braucht. Zuerst habe ich mir einen kleinen Glasschneider gekauft. Aber mit dem Kaufen eines Glasschneiders ist es ja auch noch nicht getan. Es gehört natürlich auch ein bisschen Übung dazu. Ich muss mal so sagen, dass ich zum letzten Mal einen Glasschneider benutzt habe. Das ist schon 25 Jahre. Wann braucht man so etwas schon? Jetzt brauche ich mal einen und dann hat man jetzt aber das Problem, dafür extra einen zu kaufen, für einmal nutzen. Naja. Man kann sich ja ein paar Videos bei YouTube runterziehen. So, da reinziehen. Und hier ist nämlich alles nur auf Englisch. Glass Knife. Naja, Englisch. Und, das ist Spanisch und vielleicht Portugiesisch. Was weiß ich. Was brauche ich bei einem Gerät? Die Abmessung hier unten. Also, wenn ich schon so ein Werkzeug verkaufe, würde mich, glaube ich, viel eher interessieren, wie man es anwendet. Aber hier wird vorausgesetzt, man kennt das. Man soll in einem Winkel von 45 Grad schneiden. Okay, das ergibt sich, glaube ich, hier unten automatisch, weil hier unten guckt das kleine Diamanträgelchen raus. Und egal, wie dieses Teil aussieht, das Diamanträgelchen, das ist das Wichtigste vom Ganzen. Und der Dingens hat mich jetzt gekostet 11 Slotty 90. Das sind ungefähr durch 4 noch was manchmal geteilt. Das war übrigens die kleine lustige Kamerabeleuchtung. Warum ist das Ding hohl? Ich habe jetzt gedacht, hier ist irgendwas drin. 11,90. Na, durch 4. Teilen wir durch 4. Dann weiß ich jetzt nicht. Das ist relativ wenig in meinen Augen. Ich weiß nicht, was so ein Dingens bei uns kostet. Ich habe schon lange keins gesehen auf dem Baumarkt. Man muss da, glaube ich, ein bisschen danach suchen. Das Dingens ist hohl, ist auch massiv. Messing würde ich jetzt stark behaupten, dass es wirklich Messing ist. Buntmetall mit Gummidichtung vorne und hinten die Verschraubung, damit man da etwas drinne einlagern könnte, was nicht nass wird. Ja. Oh, jetzt will ich ja das Gewinde wieder auffummeln und bin jetzt dafür zu tatterig. So, Gewinde ist wieder drauf. Wir aktivieren wieder das Licht. Ihr wisst ja, meine Videos sind alle etwas spontan. Ja, und Projekt jedenfalls. Ich hatte eine große Glasscheibe, habe diese auf einen alten Schrank draufgelegt als Abschluss, also eine Kommode, eine große, ein Buffet sagt man wohl dazu. Habe ich auch schon mal vor ewigen Zeiten gezeigt, hinten in meiner Bibliothek. So, jetzt hoppeln natürlich die Katzen durch die Bude und eine Katze wollte unbedingt oben auf dem hohen Schrank und hat dabei es geschafft, so einen Stapel Bücher runterzuschubsen, die da oben auf dem Schrank lagen. Die Bücher knallten herunter, landeten auf dieser Ecke von diesem Buffet
Und da das bloß eine mindermäßige dünne Glasscheibe ist und kein Hochsicherheitsglas, kann man nicht bezahlen, ist die Ecke abgebrochen. Jetzt ist meine Idee, vorne und hinten abschneiden, dann reicht es für das kleine Buffet in der Küche. Also ich habe damals die Holzoberflächen schützen wollen. Ich habe damals oben, es ist ja nur ein Mehrschichter, sage ich jetzt mal, das ist ein dünnes Echtholzfurnier drauf, auf einer sogenannten Tischlerplatte, und die man damals benutzt hat, früher. Und heutzutage wäre alles aus billigsten Spanplattenholz, ne? Foliert, ihr wisst ja. Aber damals haben die noch richtiges Holz genommen. Dann habe ich das oben schön angeschliffen und habe es in dem alten dunkelbraunen Farbton in mehreren Lagen gebeizt und versucht, diesen Farbton hinzufälschen. Habe das dann schön lackiert obendrauf. Und es ist dann besser, man legt eine Glasscheibe drauf. Kann man leicht schnell abwischen, pflegeleicht. Und ihr macht unten das Holzfurnier nicht kaputt. Man kann sogar schon mal eine Tasse oder ein Glas drauf abstellen. Es macht keine Flecken. So. Wie gesagt, nun kam ich auf die Idee, schneid das defekte Stück ab. Und dann reicht es für das Buffet in der Küche. Ja, wie gesagt, das habe ich zum letzten Mal, so ein Projekt hatte ich gehabt vor, wie gesagt, 25 Jahren als Jugendlicher. Ja, man muss sich dann natürlich noch ein bisschen damit beschäftigen, wie man die Glaskante etwas bricht, damit man sich da nicht die Pulsader aufschlitzt. So, jetzt habe ich hier so ein Ding auf dem komischen China-Markt entdeckt und habe mir gedacht, Leute, für umgerechnet unter 4 Euro. Ach du Scheiße, ist das billig. Nutze es, wenn es nicht geht, flieht's weg. Aber du hast dann hier hinten noch so ein schönes Dingens dran. Da ist ja mehr Aufwand in diesen Messinggriff gesteckt, wie in diesem kleinen Diamanträgelchen vonnöten wäre. In Deutschland wäre hier wahrscheinlich ein kleiner Stahlstift dran zum Festhalten und das wäre es, keine Ahnung. Hat mir gefallen, habe ich mitgenommen. Und immer findet man in diesem China-Markt irgendwas für Elektronik. Nicht wundern, das zeigt bestimmt jetzt falsch rum an. Ich muss wieder mal diese mindermäßige Frontkamera benutzen, weil dieses Handy streikt. Also man kann wohl diese Normalkamera von hinten, die bessere, scharf stellen, indem man mit der Handkante mal draufhaut. Aber beim dritten Versuch hat es nicht geklappt und ich glaube, das ist so für das Handy nicht besonders gut. Naja, ihr kennt mich. Also nutze ich diese mindermäßige Frontkamera. Und dann kommen wir zu einem nächsten kleinen Bastelprojekt auf dem Tisch. So. Das ist eigentlich so eine Halterung für ein Smartphone. Und wo man das schön drauf ablegen kann, wenn es lädt. Ja, eine Handyhalterung. Hätte es früher gewesen. Magnetisch. Und nun bin ich mal gespannt. Dieses Ding sieht sehr minimalistisch aus. Steht hier noch irgendwas mit bei? Auf Deutsch? Nein, Polnisch? Deutsch hier. Der Mini-Magnet-Saugnapfhalter für Luftauslässe ist für Mobiltelefon und Tablets über 3,5 bis 20 Zoll geeignet. Da bin ich ja mal gespannt. Warum steht ja was von Lüftereinsätze, das Ding hat keinen Saugnapf, hat es auch nicht, das hat eine Klebefläche. Also Leute, ich glaube, die chinesischen Sparer übersetzen einmal etwas und nutzen es dann für immer. Also, aber ich habe ja nach solch einem kleinen putzigen Teil gesucht. Ja, das hier oben sollte eigentlich drehbar sein, weil das ist nämlich auf einer Kugel. Ist es auch äußerst schwer. Also man kann es auch ein bisschen hin und her schwenken. Also wahrscheinlich wird euch da auch während der Fahrt im Auto dieses Ding nicht verrutschen, wenn ihr es einmal positioniert habt. Das Kugelgelenk geht sehr schwer. So, das Ding ist aus massivem Metall gefertigt. Ja, aber ich möchte es für etwas anderes nutzen. Und zwar nicht
für ein Handy. Ach, jetzt sehe ich gerade, wofür soll das gut sein? Hier bei diesem Glasschneider ist so eine kleine Pipette mit bei, sehe ich gerade. Diese ist aber leer. Hä? Jetzt habe ich mal eine dumme Frage an euch. Soll die hier hinten rein? Glaube ich nicht. Oh hier. Nee. Mit Gummidichtung? Also jetzt, Leute. Das würde mich jetzt mal gerne interessieren. Kennt sich von euch damit jemand aus? Das ist hier auf der Beschreibung, auf dieser mindermäßigen, nicht mit bei. Und wenn, dann auf Chinesisch. Warum hat dieser Messinggriff zwei Gummidichtungen? Soll hier eine Flüssigkeit eingefüllt werden, die dann hier unten heraustropft? Also Leute, also das habe ich jetzt noch nie gehört. Es ist nicht in der Beschreibung drin. Zwei Teile, es wird extra darauf hingewiesen. Uiuiui. Das ist nicht auf. Also das ist mir jetzt. Leute, schreibt mal was in die Kommentare. Warum brauche ich eine Flüssigkeit, die ich mittels Pipette irgendwo rausangle, dann hier vielleicht hineinfülle? Was hat die zu suchen in einem Glasschneider? Würde der dann nicht über das Glas drüber wegrutschen und nicht mehr schneiden? Eigentlich schneidet man ja nicht, man ritzt ja in dem Sinne und bricht dann nicht. Es ist über eine Kante. Das ist mir jetzt komplett neu und ich weiß nicht, was das soll. Also Leute, schreibt es in die Kommentare. Da habe ich keine Ahnung von. So, jetzt gehen wir zu dem Projekt mit diesem kleinen Füßchen weiter, der mich gekostet hat schon ein bisschen mehr. Der könnte etwas so um die 5 Euro gekostet haben. Man bekommt dann hier so eine kleine Stahlscheibe mit bei. So, die mit einer Schutzfolie versehen ist. Ich denke mal, die ist dann auf der einen Seite hochglänzend poliert, auf der anderen Seite mit einem Klebeband versehen, was sogar von 3M ist. So, hier unten demzufolge ja auch, um diesen Fuß zu positionieren. Jetzt kommt's, Leute. Wozu will ich das benutzen? Ich möchte... Ah, das hält sogar so. Ich möchte diese Ladestation, diese Smart, dieser Smart-Uhr auf diesem kleinen Halter positionieren, damit das irgendwie alles ein bisschen hübscher wird. Wenn ich das so rum hinlege, muss das Kabel natürlich unten rausgucken. Ah, so. Dann ist es natürlich ein bisschen blöd, man hat solch einen Langstecker unten dran. Da müsste man schauen, ob man einen Winkeladapter dafür findet. Da geht es schon wieder weiter. So sieht das eigentlich noch viel gefälliger aus. Dann legt man die Uhr hier drauf. Diese positioniert sich auch magnetisch. Ja, das könnte funktionieren. So. Und dann ist diese Uhr positioniert, Freunde. Und zwar so. Auf einer Uhrenhalterung. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Piep. Ah! Die Uhr würde so rum richtig laufen. So rum. Dann könnte man... Aber dann hätte das Kabel oben rausgucken. Das ist auch nicht gut. Aber die Uhr muss auf jeden Fall so rum positioniert werden, damit man abends die Zeit lesen könnte. Das ist natürlich jetzt so schade. Haha. Na gut, man liegt ja im Schlafen auf der Seite.
Demzufolge kann das Ziffernblatt auch seitwärts angezeigt werden. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn man liegt, schaut man nun genau richtig auf die Uhr. Das funktioniert schon. Ich habe jetzt überlegt, weil das Ziffernblatt ja seitwärts angezeigt wird, aber beim Schlafen liegt man ja auf der Seite, lunscht auf sein Nachtschränkchen und sieht dort nun die schöne Uhr, die jetzt hier schön, finde ich zumindest, positioniert ist. Nur dieser Ladestecker ist zu lang. Wo ist der Originale? Der ist etwas kleiner. Oder man nimmt sich einfach einen kleineren. Und dann hat dieses Projekt schon seinen Abschluss gefunden, Leute. Das ist mir die ganze Zeit irgendwie schon so ein bisschen im Kopf rumgegangen, wie man das ein bisschen schick gestalten könnte. Hier, dieser Stecker ist kürzer. Naja, zum Laden, na gut, es geht ja jetzt nur um die Steckersorte. Haha. Und das werde ich auch so machen. Zack. Und dann stellt man das so schön, natürlich mit der klebrigen Seite dann aktiviert, auf sein Nachtschränkchen. Schön, und das sieht um drei Noten besser aus. Weil sonst, ja, wie soll ich das mal so sagen? Sonst liegt diese Uhr einfach nur so da. Und da kann man sie gar nicht ablesen im Dunkeln. Und ich möchte ja dann wenigstens mit einem, wie sagt man dazu, mit einem Auge drauflunchen. Und dann habe ich jetzt bei Amazon gesehen, für neuere Uhren gibt es solche schicken Ablagen. Und deswegen habe ich mir darum Gedanken gemacht, wie ich das selber. Das ist super. Ein sehr starker Magnet hält das Smartphone fest, muss ich mal ehrlich sagen, wenn ihr das da drauflegen wollt. Das hält im Auto. Also der Magnetfuß ist wirklich äußerst straff. Ja, der ist straff. Man muss schon beim Abheben einen ganz schönen Widerstand aufbringen. Das nächste ist, was mir Sorgen machen täte, ist, ob das Klebeband hier unten auf Dauer hält. Nee, das ist eine ganz andere Sache. Aber ansonsten macht dieses Teil einen wertigen Eindruck. Das ist nicht irgendwie Plaste oder so. Das ist das hier oben, dieses Teil ist ein gedrehtes, sage ich jetzt mal, Aluminiumteil. Man sieht hier auf der Rückseite noch so ein leicht geriffelte Schleifriefen. Das haben die so als Designelement belassen. Sieht gut aus. Und hier unten dieses Teil ist auch massiv. Ja, das ist kein Plastemist diesmal. Das ist ein Stück Metall. Das wiegt doch in der Hand. Zack. Jo. Das gefällt mir jetzt irgendwie. Schnapp. Jo. Man könnte es ja auch so leicht schräg drauf tun. Jo. Ey, gefällt mir. Und das kann ich, wie gesagt, jetzt mittels Klebefuß auf dem Nachtschränkchen befestigen. Das Ding fliegt nicht rum, es zuppelt nicht rum. Dann habe ich da ein Loch, führe damit das originale Kabel nach innen, gefühlte 1,50 Meter lang bis zum Adapter. Und nun kommt nochmal eine andere Frage, Leute, an die Cracks unter euch. Lasst ihr diesen Steckdosenadapter dauerhaft in der Steckdose? Der befindet sich ja oftmals hinter der Wand, hinterm Bett oder was weiß ich wo. Oder zieht ihr das jeden Tag ab? Weil das Ding saugt ja in dem Sinne auch irgendwie Strom. Wo ich dann irgendwie mir Gedanken drum mache, ob dieses China-Teil abbrennt. Also, wie denkt ihr darüber? Ist das egal oder zuppelt ihr den Ladeadapter raus oder lasst ihr ihn drinnen oder... Das täte mich jetzt mal interessieren, wie man das heutzutage handhabt. So, aber mir gefällt dieses Ablagefüßchen für diese Uhr jetzt irgendwie gut. Also die Idee von mir war nicht schlecht gewesen. Ist kompatibel, magnetisch, mit allem Pipapo, kann jetzt so schön befestigt werden. Halt wie gesagt, ein unauffälligerer Stecker, das wär's noch. Also, das wäre noch schön. Freut mich. Ein schönes Projekt hat einen Abschluss gefunden. Magnetfuß für die Smartwatch. Mann. Und Leute, denkt dran, legt so ein Gerät nicht in die Ecke. Das ist die Kaffeemaschine.
Das sollte mindestens, weiß ich nicht, alle 2-3 Monate mal ganz dringend geladen werden. Weil sonst verreckt euch irgendwann euer Akku. So. Und das ist in meinen Augen auch so ein bisschen der Nachteil an diesen Smartwatch, sage ich jetzt mal. Habt ihr einen speziellen Stecker, der nicht kompatibel ist zu irgendwas anderem, versiegelt ihr das Ding vielleicht irgendwo und sucht dann in 100 Jahren diesen kleinen Stecker. Oder in 10, 15 Jahren. Und dann rennt ihr rum und sucht Mini-USB. Keine Sau mehr, was ist das? Ne? So ungefähr. Eine analoge Uhr geht wahrscheinlich für immer bis zu ihrer Zerstörung, sage ich jetzt mal. Oder ich hatte ja auch mal Uhren mit Schüttelaufziehautomatik. Ne, diese, ach Mensch, ich komme jetzt nicht auf den richtigen Fachausdruck. Selbstaufziehend nannte sich das damals auf Deutsch. Habe ich auch mal besessen. Relativ hochwertig für Uhren. Die Dinger hast du nie wieder aufgezogen in deinem Leben. Sondern die haben sich durch deine Armbewegung geladen. Und wenn du dann irgendwann mal hops gegangen bist, konnte man genau deinen Todeszeitraum zurückverfolgen, weil diese Uhren haben eine Gangreserve, je nach Typ und Hochwertigkeit. Oh, da hat die auch mal eine schöne Glashütte-Uhr. Naja, alles geht dahin, wenn man sich von seiner Ex-Frau trennt. So, ich sage bloß mal dazu, diese Uhren halten wahrscheinlich für die Ewigkeit. Die modernen Uhren, ich weiß nicht, ein Jahr lang vergessen aufzuladen, weil man keinen Sport mehr getrieben hat, dann ist wahrscheinlich der Akku hin. Na egal. So, Freunde, zwei schöne Projekte zu Ende gebracht. Das freut mich. Vom Kollegen die LED-Beleuchtung getestet, die er mir zugesandt hat. Mensch, praktisches Beutelchen hier war das Licht drinne. Und das ist sogar ziemlich hell in 3 Stufen. Man kann das ja mal austesten. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt einen Effekt bemerkt habt, auch mit USB. Hier finde ich es wieder gut. Also zu einer Taschenlampe passt das in meinen Augen, dass man den Akku aufladen kann und dass man nicht andauernd neue Batterien kauft. Ich meine, bei einem mindermäßigen Beleuchtungsteil wäre hinten so eine kleine Knopfzelle drinne. Und wer tauscht schon so eine Knopfzelle, die einzeln beim Uhrmacher 8 Euro kostet, im Riesenset 2,50 aus China oder gesenkt noch weniger und das Riesenset hinterher in Müll landet, wo ihr eine Batterie von gebraucht habt. Das ist so ein Paradoxum der Idiotie in meinen Augen. Ja, jedenfalls etwas wieder aufzuladen, eine Taschenlampe aufladen, da passt das dazu. Ne? Finde ich gut. So, okay, kann wieder hier rein. Das ist ja ein... Was könnte man hier reinstapeln? Das ist gut. Das ist gut. Ja, danke nochmal für das Paket im Nachhinein, muss man ja sagen. Das war der Kollege Mario. Das war ja schon Paket-Weltmeister in letzter Zeit. Und sage ich mal so, feine Sachen, die ich gut gebrauchen kann. Das Körperchen ist eingeweiht. Da parkt jetzt die Pistole drin, die ich bekommen habe. Ich habe immer noch nicht meine uralte Pistole gefunden, wo ich den Schlagbolzen dann entnehmen und tauschen wollte. Aber dieses Teil, ich meine, das ist ein simpelstes Teil aus Zinkdruckguss, wo vorne ein kleiner Metalldorn dran ist. Ich meine, früher hätte ich mir so ein Ding gedreht. Also das ist ein simpler kleiner Zylinder, der auf der Feder steckt, in einer Führungsnase läuft. Damit er sich nicht mitdreht, warum sollte er auch nicht, das wäre eigentlich auch total egal. Und dann plautzt hinten dieser winzige Dorn auf die Patrone, also das ist ein ganz simples Teil, im Prinzip könnte man das selber drehen. Na egal, wie gesagt, aus meiner uralten Waffe werde ich das entnehmen, weil die hat diverse Schwächen inzwischen. Und dann dort hineinsetzen und dann schießen wir draußen vor dem Haus ein paar Raketen hoch mit diesem Multishooter. Ja, das ist ganz fest eingeplant. So, was wollte ich noch zeigen? Ach so,
Polenmarkt. Diesmal der richtige Polenmarkt. Da habe ich wieder diverse Messer gekauft. Und auf jeden Fall ruft er mich nochmal zurück und will mir einen Schlüsselanhänger andrehen. Oh, das ist auch massives Metall. M16, naja. Das ist aus, wenn man an den Vietnamkrieg denkt, ist das Teil nicht wegzudenken. Also, das hat ja wohl in jedem Film mitgespielt. Der ist auch irgendwo drauf. Nee. Reichlich Werbung. Reichlich Werbung. Bla bla bla. Tokio. Also kommt das wahrscheinlich. Nee, TV Tokio. Das könnte sogar sein, dass es nicht aus China kommt, sondern aus Japan. Ach, das scheint sich auf irgendeine Serie zu beziehen. Hier steht ganz groß drauf, TV Tokio. Also haben die hier alle Rechte reserviert. Also haben die sich hier irgendwelche Filmrechte. Und im Web unter sowieso, bla bla. Also scheint mir das irgendeine Action-Trickfilm-Serie irgendwas zu sein. Und da hat er mir das überlassen. Sein Quatsch. Was es alles gibt. Merch. Crossfire. Mann. Ja, kann man sich an den Spiegel im Auto bammeln. Aber Leute, warum in Rot? Also, ich weiß ja nicht, was mit den Japanern los ist, aber das Dingens könnte doch auch ein eloxiert Schwarz sein. Oder eloxiert Chrom. Das Ding hat ja da auf seinem Markt verkauft und die Jugendlichen haben sich das wahrscheinlich sogar zugelegt. Also, ja. Muss ich mich jetzt irren, oder? Wie hieß dieses Ding? M16, ja. M16 und das erste? M16 A1 oder irgendwie so? Ja, das ist auf diesem Vietnamkriegsfilm gar nicht wegzudenken, ja. Mit dem praktischen Tragegriff, wo gleichzeitig das Visier darstellt. Jo. Mann, ja, dann hängt man das ins Auto. Das hat er mir hinterher geworfen, praktisch. Weil er sich so gefreut habe, dass ich wieder Messer gekauft habe. Na gut, aber wir wisst ja, Messervideos sollen extra gemacht werden, also mache ich gleich nochmal ein extra Video. Das war so diverse Projekte, Basteleien, die hoffentlich funktionieren werden, wenn ich mich mit diesem deppigen Glasschneider nicht zu dumm anstelle und mir nicht die Pfoten dabei aufschlitze. Tschüss, Freunde.